Hallo an Hexana. Nö. Ja, dann hast du dir wohl einen Hexenschuss eingefangen, was? Noch so einen blöden Spruch und du fängst dir einen Hexenklaps ein, kapiert? Ja, tja, wo rohe Hexenkräfte walten, kann ein Treu sich nicht entfalten. Da kenne ich aber noch einen besseren Spruch. Ja, welchen denn? Lässt ein Treu dich nicht in Ruhe verwandeln in eine Kuh. Mumu, ha, ja, ha, ha, bitte, bitte tu mir nichts. Es war doch nur ein kleiner Witz. Nein, nichts tun, nein. Ah ja. Nee, bitte tu mir nichts. So. Na. Der Boden soll verschwinden und keiner ihn mehr wiederfinden. Gottchen! Na, jetzt hast du dir aber fast in die Hose gemacht vor Angst, was? Ich doch nicht. Ach nein? Nein, aber hör mal her. Mir ist dir gerade etwas eingefallen. Was, dein Gesicht etwa? Ach, vergiss es doch. Ach komm, jetzt spiel dir nicht die beleidigte Currywurst. Was wolltest du mich fragen? Ja, okay. Also ich wollte nur wissen, ob ich in unserem neuen Botschaftsschloss auch ein eigenes Zimmer bekomme. Oh, naja, Hugo, da wollte ich dir noch was sagen. Also, ja. Wo habt ihr denn eure Türklingel versteckt? Ich komm schon. Ich bin gleich wieder da, Hugo. Ja, der Postbote ist jetzt. Gott sei Dank, Gott. Mann, also Hexane. Boah, die war schon ganz schön komisch. Als sie nach diesem Zimmer fragte, irgendwie habe ich da ein ganz komisches Gefühl. Henning! Grüß dich! Hallo! Mensch, hast du ein eigenes Zimmer? Ja, klar. Aufgeräumt? Ja, nö. Warum nicht? Wie sieht's denn wieder aus? Weihnachten, ich bin faul. Was, du bist faul? Ja. Hast du viel gegessen oder wie? Nee, aber auch so. Muss ich nicht haben. Räumst du dein Zimmer nie auf? Ja, selten. Aha, was liegt denn da alles unterm Bett? Oh, nicht viel, geht. Ach so, die alten Socken von letzter Woche oder was? Nö, das nicht. Oder Bierdosen? Oh, kann schon eher hinkommen, obwohl nee. Ja, was denn jetzt? Hab ich dich wieder erwischt, was? Nee, keine Bierdosen. Ich bin kein Alkoholiker, ich trinke nicht. Du trinkst nicht? Nicht vor 18.30 Uhr oder was? Überhaupt nicht. Na ja, da höre ich doch das Lächeln raus, Henning. Ha, kannst deiner Mutter erzählen. Oder nicht dem cleveren Hugo. Kannst du spielst nicht in einer Punkband? Hä? Du spielst in einer Punkband? Jo. Wie heißt die denn? Bad Jochse. Ah ja, habe ich noch nicht so bewusst davon gehört. Ja, wir sind die Allertollsten. Ah, aha. Wie hörst du mal, macht ihr da schon eine CD oder sowas? Ja, haben wir schon lange. Klasse. Und ist schon die nächste in der Planung? Oh, jetzt erstmal übermorgen ins Studio. Also ihr müsst die erstmal verkaufen, das Exemplar, oder wie? Nö, wir nehmen übermorgen was Neues auf. Ah, klasse, Henning. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Ja, jetzt werde ich mit dir mal richtig schön Schlitten fahren, mein Kleiner. Ja, logen. Ja, guck mal, 2 und 8 sind die Tasten. Und du siehst mal so Schilderchen, da steht auch schon mal, was so alles passiert, ne? Ja. Ob da so ein dicker Schneemann kommt, da müssen wir mit der 2 dann draufspringen. Oder ob da so ein Säckchen kommt, das müssen wir mit der 8 einpacken. Du musst nur sehr rechtzeitig drücken, ist klar? Ja, klar. Okay, und schön die Pünktchen einsammeln. Ja, ab geht's, klar. Henning. Ja, Drummer bist du, ne? Ja, hallo. Leg mal die Stühle oben, klar. Punkband gibt's nur Drummer. Achtung, 2! Ja, was ist ein Bämmchen? Da war mein Bämmchen. Jetzt die 8 fürs Säckchen. 8, ja. War jemand grüßen oder so? Nein, jetzt spielen wir erstmal. Du hast diese Idee hier. Ich muss mich aufs Spiel konzentrieren. Vorsicht, Bämmchen! Ab, Bämmchen! Jo, jetzt kommt der Vogel. Vorsicht! Ach, der zieht mir mal so einen Mittelscheitel. Säckchen einpacken. So, schön. Noch ein Bämmchen. Was ist? Ja, holle! Muss ein sächsischer Berg sein hier. Boah, was denn? Bist schon leicht überfordert? Vorsicht, ach! Wow, geduckt. Aus Cuxhaven kommst du. Ja, Vorsicht, den nehmen wir noch mit. Abdämmchen. Alle Hübschler. Schön witzig. So, 400 Punkte hast du schon, Henning. Oh, gucken, steh mal an, Nase. Na, schnell in die Mogelbe gebissen. Hey, Henning, wir sind im Ziel. Lockere Wahnsinn, Sachen. Du hast ganz viele Punkte. Mal gucken, wie viele sind. Okay. Oh, das sieht doch gut aus. Das sieht bernmäßig aus. Das sind ja ungefähr 1000 Punkte, Henning. Ah, das ist genauso damals. Henning, weißt du, was du jetzt gewonnen hast? Na?
Die Sammlung sämtlicher CDs der Kelly Family. Nein. Wie? Gefällt dir das nicht? Oh, geht. Wann krieg ich das? Boah, die ist doch toll. Du kannst aus den ganzen CDs kannst du Uhren machen. Ja, aber wann krieg ich die? Nein, du hast einen anderen Preis gewonnen. War doch nur Spaß. Du hast die Klamotten von den Kellys gewonnen. Nein. Nein, komm, hier ist dein Preis. Hör auf jetzt mit sowas. Hier ist der Preis. Einfach den Tag zur Nacht. Oh, ja, locker. PSR 190 von Yamaha ist das kein Problem. Im Handumdrehen weißt du, wie Musik spielt. Ich grüße Steffen, wir werden da. Und über Nacht wirst du zum Star. Yeah. Ja, ist doch stark, oder? Ja, auf jeden Fall. Könnt ihr bestimmt gut gebrauchen für die Band. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir deine Punkte vielleicht noch verdoppeln oder vervierfachen können. Oh, wir schaffen es. Ich weiß gar nicht, ob die Kellys überhaupt so ein Instrument haben. Glaub nicht. Drück mal. Ja, das war jetzt auch schön. Ja, mal gucken. Ja, wollen wir mal gucken. Ich grüße noch Jasper Skorzig. Ja, ist das hier irgendwie Wunschkonzert oder was? Ja. Ja, ich grüße meine Oma. Danke für die Torte oder wie? Hey, guck mal. 4.000 Punkte hast du abgezockt. Ich glaub ja wohl, das ist ja Wahnsinn, der Schaumuster mal meine allseits beliebte Nix-Goll-Liste an. Ja, wer ist denn da? Ist denn der Handy? Du bist ja da ganz oben. Mal locker vorbeigezogen an der Sabrina, oder was? Ja, muss ich nicht haben, so hinter so einer zu sein. Was musst du nicht haben? Hm? Pass bloß auf, du. Das geht ja noch weiter heute hier. Mal gucken, was da alles noch passiert. Ja, was machst denn du, Silvester? Was machst denn Silvester? Oh, hier ein bisschen rumhängen, paar Cabbies und so. Ach so, mal locker einen abhängen lassen. Ja, genau. Alles klar, Henning. Bis später. Vielleicht spielen wir noch um den Superpreis. Okay, bleib dran. Jo, bis später. Ciao. Tschüss, Mann. Wir können noch weiter anrufen, ist klar, ne? Nicht bei Henning, bei mir natürlich. 01373 23536. Also, bis gleich. Ich hier locker einen abhängen lassen. Ha, richtig, Punkte abzocken.